liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, wir befinden uns hier gerade im Süden von Madagaskar. Wir bewundern hier die Aussicht durchs Fenster von Isalu zusammen mit unserem Freund Gracie. Wir sind hier, um zu sichten eines von den vielen Projekten, welche durch die Aktion Sternsinger unterstützt werden. Gracie zeigt uns dabei die Vielfalt seiner Heimat. Seid ihr Madagaskar, wir haben Nyakizi in Südtirol. Madagaskar ist eine alte Insel. Schon vor mehr als 150 Millionen Jahren brach das Land vom afrikanischen Kontinent ab und driftete in den Indischen Ozean. Madagaskar ist die viertgrößte Insel der Welt und so groß wie Italien, Österreich, Schweiz, Niederlande und Belgien zusammen. Die Hauptstadt heißt Antananarivo und liegt im zentralen Hochland auf über 1200 Metern. Die Stadt Toliara weiter im Süden liegt am Meer. Fast die Hälfte der Menschen auf Madagaskar sind jünger als 15 Jahre. Das Land hat Potenzial, aber die Herausforderungen sind groß. Das Leben ist teurer geworden. Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, 7 Jahre Dürre. SOS Toliara hilft. 2019 hat der Priester Jean-Cri Ravelomahitasua die Hilfsorganisation SOS Toliara gegründet. Er hat in Messina in Sizilien studiert, spricht daher gut Italienisch und hat Kontakt zu Missio Bozen Brixen aufgebaut. Vor allem im Süden von Madagaskar haben viele Menschen Hunger. Das Land gehört heute zu den am wenigsten entwickelten der Welt. Mehr als 3/4 der Bevölkerung lebt in extremer Armut. Die Situation verschärft sich von Jahr zu Jahr. Flavie Lucille Mandrantuhacha ist die Vereinsvorsitzende von SOS Toliara. Besonders Frauen und Kinder liegen ihr am Herzen. Sie hört zu, fragt nach, nimmt die Männer in die Pflicht. Jean-Cri ist ständig an ihrer Seite. Ortswechsel. Madagaskar ist für seine außerordentliche Biodiversität und für seine einzigartige Tierwelt bekannt. Im Norden ist das Land fruchtbar mit üppigen Wäldern und Plantagen. Auch das kostbarste Gewürz der Welt, die Bourbon-Vanille, kommt aus Madagaskar. Die bekannten Lemuren, Waldgeister oder Schattengeister der Verstorbenen genannt, kommen mit mehr als 100 Arten vor. Tiere und Pflanzen haben sich nach der Abkoppelung Madagaskars vom Festland eigenständig entwickelt. Doch 90% des Regenwaldes ist inzwischen verschwunden. Das betrifft auch den Lebensraum der Lemuren, die in den Baumkronen leben. Ursprünglich war ganz Madagaskar bewaldet, doch mit der Besiedlung durch den Menschen und die ständig steigende Bevölkerungszahl kam die Zerstörung. Im späten 19. Jahrhundert interessierte sich die Kolonialmacht Frankreich für die Insel und erklärte Madagaskar 1896 zur französischen Kolonie. Die Bevölkerung wurde unterdrückt, ihre Sprache, Malagasy, verboten. Die Franzosen bauten Eisenbahnlinien, Kanäle und Straßen. So konnten sie die wertvollen Produkte des Landes schnell abtransportieren und in Europa teuer verkaufen. Zucker, Kaffee und Gewürze wie Vanille, Kurkuma, Pfeffer, Zimt. Leider wird bis heute weiter Wald gerodet. Der illegale Handel mit Edelhölzern wie Rosenholz, Mahagoni oder Palisander blüht. Die Insel bleibt baumlos zurück. Mit den Bäumen verschwinden die Tiere und die Lebensgrundlage für die Menschen.
Landwirtschaft zu betreiben ist hier im Süden kaum noch möglich. Daher versuchen viele Menschen ihr Glück mit Saphiren. Seit Jahren schürfen hier in Ambalavao im Südwesten von Madagaskar Menschen nach den wertvollen Edelsteinen. Sie hoffen, beim Schürfen und Sieben etwas zu verdienen oder einen wertvollen Saphir zu finden. Dafür werden enge, brunnenartige Schächte gebaut und die Schürfenden nur mit Kopflampe ausgestattet. Auch viele Kinder hacken in den Schächten. Sie sind klein und wendig. Belüftet werden die Löcher von oben mit zusammengeklebten Plastiksäcken. Der geht jetzt gerade ins Loch an, weil da wird Luft angepumpt für ihn. Er ist jetzt da unten mit 15 bis 20 Meter tief und holt effektiv Erde auf, um Saphire zu finden. Der ausgegrabene Kies wird in Säcken über mehrere Kilometer auf dem Kopf zum Wasser getragen und am Fluss gewaschen. Auch Elsa beteiligt sich am Waschen und Sieben der Erde. Der junge Mann, der seit Monaten täglich hier arbeitet, hatte schon ein paar Mal Glück. Jetzt haben wir da sogar einen gefunden. So schauen die Edelsterne raus, der Saphir. Und ja, die sind nicht ganz so leicht zu finden, aber da sind sie eigentlich den ganzen Tag, um die zu suchen und dann zu verkaufen. Vor allem Händler aus Sri Lanka beherrschen den Saphirmarkt. Sie organisieren den Einkauf und die nicht immer legale Ausfuhr aus Madagaskar. Die Menschen, die die gefährliche Arbeit machen, verdienen so gut wie nichts. Wenig bekommen auch jene Leute, die sich mit Holz ihr Einkommen verdienen. Sie fahren, sofern sie Glück haben und ein Rad oder ein Fuhrwerk besitzen, viele Kilometer weit, um Bäume zu fällen. Um Kohle herzustellen, schichten sie das Holz auf. Sie decken es mit Gras und Erde zu, damit es luftdicht verschlossen 2 bis 3 Tage glimmen kann. Übrig bleibt reine Kohle. Für 1 Kilogramm Holzkohle braucht es 5 bis 8 Mal so viel Holz. Für einen Kohlesack mit 40 Kilogramm erhalten die Menschen 40 Cent oder 40 Liter Wasser. Das ist sehr wenig, wenn man an all die Arbeit denkt. Um nicht Hunger zu leiden, müssen sie täglich mindestens 6 Säcke Kohle verkaufen. Doch die meisten schaffen nur 2 bis 3 Säcke am Tag. Die schweren Säcke liefern sie mit viel Einsatz in die Stadt und verkaufen sie auf dem Markt. Wasser wird wie Gold gehandelt im Süden von Madagaskar. 7 Jahre lang hat es hier kaum geregnet. Es war die schlimmste Dürre seit 30 Jahren. Bäche sind vertrocknet und haben sich in trostlose Geröllhalden verwandelt. Missernten, Korruption und die schlechte wirtschaftliche Lage haben die Menschen zum Verzweifeln gebracht. Nur 5% der ländlichen Bevölkerung hat Zugang zu Trinkwasser. Die anderen Menschen holen sich Wasser aus offenen, meist flachen Brunnen, aus weit entfernten Tümpeln oder aus Flüssen, wo Wäsche gewaschen wird und sich Tiere aufhalten. Dieses Wasser ist verseucht. Durchfall wird zur tödlichen Krankheit und ist unter anderem für die hohe Kindersterblichkeit verantwortlich. Lastwagen werden an Flüssen mit Wasser beladen, das dann zu den Menschen in die weit verzweigten Dörfer gebracht wird. Dort wird es teuer verkauft. Dank der Unterstützung aus Südtirol konnte SOS Toljara vor einem halben Jahr einen LKW ankaufen und kann seither selbst sauberes Trinkwasser zu den Menschen bringen. In Ankororoka werden an diesem Tag 4000 Liter Wasser in die Zisterne des Dorfes gefüllt. 600 Menschen müssen eine Woche lang damit auskommen. Jede und jeder mit nur 1 Liter am Tag. Mehr Wasser zu bringen, ist SOS Toljara nicht möglich. Auch andere Dörfer warten dringend auf das wertvolle Nass. Ohne Wasser keine Nahrung, ohne Wasser kein Leben. Hier in Besinefo zeigt Gracie Matthias, was gekocht wird.
Da machen sie jetzt mit aus Mais ist Maismehl und kochen damit dann am Plente. Nicht nur Mais, auch Maniok gehört zu den Grundnahrungsmitteln in Madagaskar. Elsa unterstützt das Ehepaar Baukeli und Gilbert bei der Zubereitung. Wir schälen da gerade Maniok. Maniok ist hier ein Hauptnahrungsmittel und das ist eine Wurzel und schmeckt ein bisschen ähnlich wie Erdäpfel bei uns. Das kann man da über den Feuer kochen, wie wir jetzt danach tun, aber es kann auch Mehl draus gemacht werden. Der Boden ist fruchtbar. Dort, wo es Wasser gibt, werden verschiedene Früchte und Gemüsesorten angebaut. Sie werden üblicherweise auf dem Markt verkauft, manchmal auch Insekten. Elsa und Matthias lassen sich nicht überzeugen. Flavie und Jean-Cri vom Verein SOS Toliara kaufen für die Lebensmittelausgaben auf den lokalen Märkten ein. So unterstützen sie die bäuerliche Bevölkerung. Spenden sammelt der Verein über eine Facebook-Seite, wo laufend berichtet wird, was die Hilfsorganisation macht. Die Freiwilligen des Vereins nutzen jede freie Minute, um zu helfen. Hier in Andarumihukami verteilt SOS Toliara einmal wöchentlich ein Mittagessen an 400 und mehr Kinder. Wir sitzen da gerade zwischen den Kindern, die da gerade Reis und Bohnen gekriegt haben bei der Essensausgabe. Und in einem Dorf, da herrscht ganz großer Hunger. Und deswegen haben die Kinder jetzt da eine richtige Freude, so einen großen Teller Reis und Bohnen zu kriegen. In Ampamanta, rund 50 Kilometer entfernt, warten jeden Sonntag 600 Kinder auf Milch und Brot. Hungrig lässt es sich nicht lernen, so das Credo der Hilfsorganisation. Aber jede Woche Essen zu bringen, ohne Bildung zu fördern, unterstützt die Entwicklung nicht. Hier und in vielen anderen Orten, die weit weg von den großen Städten sind, gibt es keine Schule. Niemand kann lesen und schreiben. Die Leute sitzen schnell Betrügern auf. Der Verein unterstützt daher den Schulbau, um das Leben der Menschen nachhaltig zu verbessern. Die Menschen sprechen Malagasy. Das ist eine der Amtssprachen neben Französisch. Hier in Analalava hat SOS Toliara mit Unterstützung des madagassischen Telekommunikationsunternehmens Telma eine Schule gebaut. Wie in Südtirol lernen die Kinder dort lesen, schreiben, rechnen und vieles mehr. In Analalava gibt es nur diese von SOS Toliara privat betriebene Schule, keine staatliche. Lehrpersonen verdienen nur umgerechnet 30 bis 50 Euro im Monat. Nicht nur Bildung, auch die medizinische Versorgung fehlt an diesem abgeschiedenen Ort. Mit Unterstützung des Landes Südtirol und der Aktion Sternsingen soll sich das ändern. Wir befinden uns hier gerade in Analalava, einer kleinen Ortschaft mit ungefähr 4000 Einwohnern. Leider ist hier vor Ort keine ärztliche Versorgung und auch kein Krankenhaus. Das nächste Krankenhaus ist ungefähr 200 Kilometer weit entfernt. Das wären bei uns nur 2 Stunden Autofahrt, aber hier sind es ganze 8 Stunden. Deshalb wird hier eine neue Krankenstation erbaut. Gresi hat uns gerade den Ort gezeigt, wo sie errichtet werden soll. Somit wird den Leuten hier eine medizinische Grundversorgung ermöglicht und vor allem schwangere Frauen und Kinder werden unterstützt. Derzeit kommen eine Krankenpflegerin und ein Krankenpfleger von SOS Toliara immer wieder hierher, um Frauen und Kinder zu untersuchen und zu versorgen. Sie stellen Bänke und Tische auf, hören den Menschen zu, versuchen ihre medizinischen Anliegen zu verstehen, verteilen Medikamente.
Häufig treffen sie auf Malaria, Wurmkrankheiten und unterernährte Kinder. Flavie kennt die Schwierigkeiten der Mütter. Die meisten von ihnen haben 5 bis 8 Kinder, werden jung schwanger und müssen oft alleine für die Kinder sorgen, weil ihre Männer auf der Suche nach Arbeit in die Stadt gehen oder Alkoholprobleme haben. Flavie klärt auf, rät zu Familienplanung und zu Selbstschutz. In Andranovori, 1,5 Stunden von Toliara entfernt, führt SOS Toliara eine funktionierende Krankenstation. So ähnlich soll auch jene von Analalava werden. Andranovori hat ein Einzugsgebiet von 24.000 Menschen. Das sind mehr als Brixen Einwohner und Einwohnerinnen hat. Diese Krankenstation ist die einzige Anlaufstelle für all diese Menschen, wenn sie krank sind. Elsa und Matthias haben aus Südtirol Medikamente mitgebracht, die hier verteilt werden. Flavie hilft den Pflegerinnen bei der Einordnung und Dokumentierung. Krankenschwester Zoe verteilt sie an die Menschen und informiert über die Einnahme. Inmitten der madagassischen Südstadt Toliara befindet sich der Vereinssitz von SOS Toliara. Hier leben rund 160.000 Menschen, mehr als in Bozen und Meran zusammen. SOS Toliara hat hier ein Grundstück erhalten. Der Verein hat ein Gebäude errichtet, in dem Zimmer und Wohneinheiten für kranke Menschen aus der weiteren Umgebung entstehen. Wenn sie ins Krankenhaus von Toliara zu Untersuchungen kommen, aber keine Unterkunft haben, sollen sie hier übernachten können. Casa dei Poveri wird das Haus genannt. Auch Gebärende sollen sich nach einem Kaiserschnitt erholen können. Und hier sollen auch Mädchen einziehen, die aus fernen Orten kommen, um eine Schule zu besuchen. Mit der Aktion Sternsingen werden die Räume mit Betten und die Bäder ausgestattet. In der Mitte des Hofes wird eine Küche gebaut und überdacht. Die Pfeiler stehen schon. Zum Abschied verabreden sich Elsa und Matthias nochmals mit ihrem Freund Gracie zum Strandspaziergang. Hier im Süden von Madagaskar haben wir viele schöne Sonnenuntergänge gesehen und auch viele liebenswerte Menschen kennenlernen gedacht. Aber wir sind auch fest betroffen vom Wassermangel, von Hunger und auch von der fehlenden medizinischen Versorgung. Wir haben hier die Mitglieder von SOS Toliara kennengelernt. Sie wissen, was die Leute brauchen und was sie fehlt. Und sie setzen sich aktiv für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation ein. Liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, das alles ist aber erst durch einen Einsatz möglich. Danke, dass es auch heuer wieder von Haus zu Haus geht und in die Leute in Segen bringt. Also packt die Gewänder und die Kronen aus. Viel Spaß! Misaucha, danke schön!